nächste Show und seine Freunde beginnt. Eine Welt der neuen Bays, die noch stärker sind. Wenn's aussichtslos scheint, kämpfen die Blader vereint. Bay Raiders, wir sind hier. Wir müssen sechs Fabelwesen erwecken, die diese Welt befreien von Hunger und Schrecken. Nur mit ihrer ganzen Macht wird Boden gut gemacht. Bay Raiders, wir sind hier. Bay Raiders, wir kommen Elbit. Immer vorwärts ist Licht, Ankampfgeist steht es nicht. Bay Raiders, wir kommen Elbit. Los, ihr wisst, wie es geht, Bay Raiders, spin the blade. Bay Raiders, wir sind hier. Das letzte Mal bei Bay Raiders. Zwei weitere Fabelwesen sind wieder erwacht. Ronan Dragoon und Gladiator Bahamut werden allerdings von Kaiser Grey kontrolliert. Im Kampf um den letzten Token soll am nächsten Tag Armis gegen Sho antreten. Am nächtlichen Lagerfeuer macht sich Leon Vorwürfe, dass er sein Spiel verloren hat. Sho beruhigt ihn und erklärt, dass im nächsten Kampf Samurai Ifrit und Berserker Byakko wiederbelebt würden. Nur Ricky fragt sich, ob sie überhaupt noch gewinnen können. Doch die Freunde sind von ihrem Sieg fest überzeugt und fragen Rachel, was sie über Kaiser Grey weiß. Rachel erklärt, dass sie jetzt nicht mehr sagen könne. Sie und Jimmy aber voll hinter den auserwählten Kämpfern stünden. Am nächsten Tag machen sich Armis und Sho für ihren schwersten Kampf bereit. Hast du einen Anspruch auf den Meister-Token? Wie in den Kämpfen zuvor. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Ich habe den Tag nicht vergessen, an dem du mich geschlagen hast. Ich werde dir den Token nicht überlassen. Ich werde am Ende gewinnen, verstanden? Ich gebe nicht auf. Und los, Ifrit! Heute werde ich dich allerdings schlagen und meinen Weg an die Spitze fortsetzen. Wer hätte gedacht oder geahnt, dass unser nächster Kampf so stattfindet? Ich hatte bei unserem ersten Kampf einen völlig anderen Eindruck von dir. Ich hatte damals gedacht, dass wenn wir mit unseren Bay Raiders kämpfen, wir einmal Freunde werden könnten. Aber das ist jetzt vorbei, weil du dich Kaiser angeschlossen hast. Du wirst den letzten Meister-Token nicht kriegen. Ich schenke meine ganze Kraft Samurai Ifrit und Berserker Byakko. Ich werde verhindern, dass Kaiser Grey die Kontrolle über die Welt übernimmt. Diesmal gewinne ich. Guardian Leviathan wird dir heute seine wahre Kraft zeigen. Zeig's ihm schon, okay? Jetzt gib dein Bestes für uns alle. Hau ihn weg, mein Freund. 3, 2, 1, let it rip! Yeah! Lauf los, Ifrit! Häng dich dran, Leviathan! Hat Ifrit genug Kraft gegen ihn? Oder ist Leviathan für ihn einfach zu schnell? Dieser Kampf wird in die Bay Raiders Geschichte eingehen. Schnapp ihn dir, Leviathan! Jetzt nicht zurück, mein Ifrit! Gut, Leviathan, zurück! Schnell. Leviathan ist wahnsinnig schnell geworden. Er ist so viel schneller als letztes Mal. Armis hat seine Technik verfeinert. Ich bin sicher, er hat oft gegen Tess gekämpft. Super Sprung, na komm schon! Das war der erste Token. Meister Kaiser, eure Kraft muss sogar noch zugenommen haben. Ich hole mir jetzt den zweiten Token. Lauf los, Leviathan! Hey, Armis, du bist doch schon ein so starker Kämpfer. Wieso musstest du dich Kaiser anschließen? Du hast doch Kaisers Kraft gar nicht nötig. Wieso machst du das dann? Erklär mir das! Es geht nicht um Kaisers Kraft. Ich stelle Kaiser nämlich meine Kraft zur Verfügung. Wie bitte? Wenn ich Kaiser helfe, die Macht über die sechs Fabelwesen zu erlangen, stehe ich auch an der Spitze.
Und du hilfst Kaiser bei seinen Verbrechen, nur um an der Spitze zu stehen? Ich hab mich in dir getäuscht. Vor langer Zeit ist der Held Flame mit dem Fabelwesen Ifrit ein Bündnis eingegangen und hat alle 6 Fabelwesen zusammengebracht. Ich werde wie Flame kämpfen. Schlag voll zu, Ifrit! Leviathan, schnapp dir den 2. Token! Du schaffst das! Los, Ifrit! Komm zu mir, Leviathan! Hol Leviathan wieder ein! Los, Ifrit! Gut so! Flieg! Oh Mann! Er fliegt! Sehr gut! Komm, Ifrit! Beeilung, Leviathan! Hat ihn wieder eingeholt. Sie geben alles, was sie drauf haben und lassen nicht nach. Was für ein toller Kampf. Sie sind gleich auf. Wieso hat Armes Show bloß wieder kommen lassen? Du kämpfst gut, Show Tenma. Deswegen ist ein Sieg gegen dich auch etwas wert. Ich hab nun mal Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Ihre Freundschaft ist Teil meiner Kampfkraft. Dann sind da noch all die Freunde, die ich auf meiner Reise durch diese Welt getroffen habe. Für ihre Freundschaft werde ich den Meistertoken holen. Ich bring den Meistertoken nach Hause. Go! Spannender kann's nicht werden. Wer holt zuerst den letzten Token? Wir zählen auf dich, okay, Show? Noch schneller! Schnapp ihn dir, mein Leviathan! Jetzt bleib dran! Gib alles, Ifrit! Damit liegt er vorn! Ja, super! Armes, was soll das denn werden? Ah. Oh, ich bin zurückgefallen! Und wieder zurück, Ifrit! Jetzt lässt der Show Tenma den Vorsprung ausbauen. Armes Navy, du enttäuschst mich. Das war der 3. Jetzt geht's um den Meistertoken. Beeil dich, Leviathan! Der Meistertoken gehört mir. Lauf los, Ifrit! Ich überlasse dir nicht den Meistertoken. Meine Fabelwesen, hört her! Nein, bloß nicht! Oh nein, das darf nicht wahr sein! Oh, ihr Fabelwesen, die ihr über die ganze Welt regiert, setzt eure große Kraft frei! Was soll das? Was machen die Fabelwesen da? Sie greifen in den Kampf ein. Sowas von unfair, Kaiser. Bitte hör auf damit, Gladiator Bahamut. Lass das sein. Den Kampf gewinne ich. Koste es auch, was es wolle. Stellt eure gesamte Kraft zur Verfügung. Gut so. Ifrit, halte durch. Aufhören! Hä? Ihr Fabelwesen, weicht zurück! Bist du verrückt? Die Fabelwesen helfen dir doch zu gewinnen! Halt die Luft an! Das ist mein Kampf! Ich brauche keine Hilfe! Wer auch immer, niemand kommt mir in die Quere! Was ist? Wie kannst du es wagen, so mit Meister Kaiser zu sprechen? Sekunde! Meister Kaiser! Wenn du darauf bestehst, überlasse ich es dir. Allerdings solltest du mich enttäuschen. Haltet euch zurück, oh Fabelwesen! Armes, wieso? Versteh das nicht falsch. Ich brauche die Kraft der Fabelwesen nicht, um dich zu besiegen. Go, Leviathan! Ich lege
jetzt meine ganze Kraft hinein, Ifrit! Was du drauf hast. Ohne die Hilfe der Fabelwesen geht es um deine Ehre. Also wirst du dir den Meister-Token schnappen. Genau so, gut gemacht. Gib nicht auf. Nimm die Verfolgung auf. Schüttel ihn ab. Gib alles. Oh Mann, nein! Schon nein! Geschafft! Hört mich an, Fabelwesen! Gehorcht, Kaiser! Oh nein! Die Fabelwesen Ifrit und Viako! Es ist meine Schuld, dass alle Fabelwesen zu Kaiser gewechselt sind. Die sechs Fabelwesen leben wieder! Das stimmt schon, dass sie jetzt alle wieder leben. Aber sie stehen unter der Macht von Kaiser. Die sechs Fabelwesen sind zurückgekommen und sind alle unter meiner Herrschaft! Was ist das? Das ist mein Bay Raiders! Wahnsinn! Es gibt einen Bay Raiders, der nicht von den sechs Fabelwesen weitergereicht wurde? Ist das überhaupt möglich? Na klar, Mann. Kaiser Gray ist immerhin ein Kämpfer, Freunde. Ein Kämpfer? Genau. Er besitzt mehr Kraft, als ein jeder von uns sechs sich je erträumen könnte. Die Fabelwesen haben mir diese Kraft geschenkt. Und in diesen Bay Raiders steckt sie auch. Und mit diesen Bay Raiders werde ich die sechs Fabelwesen beherrschen. Und sie werden tun, was ich befehle. Genauso wie vorher. Wie vorher? Was heißt das? Hört bitte einmal genau zu. Vor langer Zeit hat Kaiser Gray die Fabelwesen in den Kampf geführt. Er ist damals schon der größte Held der Welt gewesen. Mit der Macht der sechs Fabelwesen wird mir diese Welt schon bald ganz allein gehören. Hab ich nicht recht, meine Fabelwesen? Nein, Ifrit! Das ist schlimm. Die Fabelwesen sind die Wächter dieser Welt. Nun bestimmt der Kaiser allein, wie er diese Kraft für seine Zwecke einsetzen will. Die Leute werden sich unterwerfen und der Kaiser wird sie mit Terror beherrschen. Wir müssen das verhindern. All unsere Anstrengungen, den Wohlstand zurückzubringen, wären doch dann umsonst gewesen. Genau, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Kaiser, dann kämpf gegen mich. Ich werde dich schlagen und die sechs Fabelwesen befreien. Mach dich nicht lächerlich. Was ist daran komisch? Soll das ein Witz sein, Leon Fierce? Du konntest nicht einmal mich schlagen. Und du willst wirklich Meister Kaiser herausfordern? Ob das ein Witz war, werden wir es nach dem Kampf wissen. Aha, willst du denn etwa auch gegen mich kämpfen? Kaiser, selbst wenn sie der Herrscher werden, die Leute werden sie niemals respektieren. Was plapperst du da? In der jetzigen Welt sind Bay Raiders so gut wie unbekannt.
Egal wie stark sie als Kämpfer sind, sie werden ihnen nicht folgen, auch wenn sie ihnen drohen, den unglaublichen Zorn der 6 Fabelwesen auf sie zu lenken. Es ist so, wie Sho sagt. Vielleicht werden sie dazu in der Lage sein, die Leute in Angst zu versetzen. Aber sie werden ihnen niemals aus freien Stücken folgen, damit das klar ist. Genau, Kaiser. Sie werden ein einsamer König sein. Verlassen Sie sich drauf. Sie können nicht allein mit Bay Raiders kämpfen. Bay Raiders und die 6 Fabelwesen sind kein Mittel, um die Welt zu beherrschen. Bay Raiders werden eine Auszeichnung für all diejenigen, die mir folgen wollen. Folgen wollen? Genau. Nur diejenigen, die meine Befehle in dieser neuen Welt befolgen, verdienen sich Bay Raiders. Ich verstehe. Nur was hätten sie davon? Sie hätten sie zu ihrem Vergnügen. Allerdings müssten sie dafür auch für mich arbeiten. Einen Moment mal. Verstehe ich das richtig? Alle, die einen Bay Raiders wollen, müssen zuerst für sie arbeiten? Was für ein Kuhhandel wäre das denn? Wer einen Bay Raiders will, muss ihnen folgen und alle ihre Befehle ausführen? Bay Raiders sollten allen zur freien Verfügung stehen. Sich kopfüber in einen Wettkampf stürzen, um anschließend gute Freunde zu werden. Darum geht es bei Bay Raiders Kämpfen. Du träumst. Mit solch albernen Gedanken lässt sich eine Welt nicht lenken. Ich will diese Welt regieren, um ewigen Frieden zu garantieren, in dem der Wohlstand niemals abreißt. Doch dafür ist Gehorsam genauso wichtig wie das Gesetz. Und dafür wollen Sie die Kraft der 6 Fabelwesen und Ihrer Bay Raiders einsetzen, Kaiser? Wohlstand führt zu Korruption. Die Leute werden sonst ausschließlich durch ihre Wünsche gelenkt. Deswegen muss ich die Menschen kontrollieren. Indem sie mir folgen, werden die Menschen auf ewig glücklich bleiben. Ich mache das für sie. Habt ihr das verstanden? Und wenn irgendwelche Leute ihre Befehle nicht befolgen wollen? Werden sie bestraft. Sobald er sich zum Herrscher erklärt hat, wird das Gesetz. Diese anmaßende Selbstverherrlichung hat schon damals zum Untergang geführt. Es scheint, sie haben aus der Vergangenheit kein bisschen dazugelernt. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Und dafür die Kraft der 6 Fabelwesen einzusetzen, wird nur Chaos bringen. Sie sollten das eigentlich am besten wissen. Wieso machen Sie es dann? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich traust, mich zu kritisieren. Rachel Cruz! Rachel, Jimmy, rückt endlich mit der Sprache raus. Erzählt uns bitte, was ihr wisst. So viel seid ihr uns schuldig, meint ihr nicht? Wer ist dieser Kaiser Grey, frag ich noch einmal. Und wie hängt ihr mit ihm zusammen? Die Wahrheit ist, Kaiser Grey ist in Wirklichkeit... Der Held Flame! Kaiser ist... Ist der Held Flame? Habe ich nicht recht, Kaiser Grey? Ich meine, Held Flame? Dann bist du dahinter gekommen. Sehr gut kombiniert. Armis, woher weißt du das? Tja, im Burgfest, wo du mich hingeschickt hast, hatte der Held Flame auf der Wandzeichnung dieselben Augen wie du, Kaiser. Ist er wirklich Flame, der Held? Ja, es besteht kein Zweifel. Aber Flame hat doch schon vor langer Zeit gegen Tempest gekämpft. Das muss doch eine Ewigkeit her sein. Als Flame damals Eintritt in den Heiligen Garten erhielt, sollen ihm die 6 Fabelwesen ein ewiges Leben garantiert haben. Nach dem Kampf gegen Tempest wurde Flame irgendwohin verbannt, wo er auf seine Wiedergeburt warten sollte. Ist doch Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass ein solcher Held die Weltherrschaft an sich reißen will. Hey, Kaiser Grey! Kämpf gegen mich! Armis! Armis! Willst du uns etwa betrügen? Betrügen wen? Nein, ich will wissen, was aus Tempests Ziel geworden ist. Ich glaube, ich habe es mir verdient. Du musst erst mal Demut lernen. Ich mach dich sowas von fertig. Sekunde. Ich werde mit ihm kämpfen. Meister. Warum nicht? Das ist ein perfektes Warm-up. Oh, ihr 6 Fabelwesen. Gebt mir eine Arena für meinen ersten Kampf nach der Wiedergeburt. Eine völlig neue Arena. Die 6 Fabelwesen können so etwas in so kurzer Zeit aus dem Nichts herstellen? Mein Kampf gegen dich wird in dieser Arena stattfinden. Mach dich bereit. Ha.
Also, diese Arena hat 5 Token. Ist ja irre, dass hier Armes gegen Kaiser kämpfen will. Ich schätze, dass das Armes schon von Anfang an vorgehabt hat. Vergesst nicht, dass Kaiser oder Flame nach seiner Wiedergeburt die Kontrolle über die 6 Fabelwesen gewonnen hat. Armes denkt vermutlich, dass er nach einem Sieg gegen Kaiser endlich an der Spitze steht. Deswegen hat er auch Kaiser geholfen, die 6 Fabelwesen wiederzuerwecken. Armes! Also, du legendärer Held Flame, wie lange habe ich darauf gewartet, gegen dich kämpfen zu können? Du wirst bald schon deine Unerfahrenheit bereuen. Ich werde dich schlagen und damit an die Spitze kommen. 3, 2, 1, let it rip! Lauf los, Guardian Leviathan! Sturm hoch!